Weine zum Spargel. Gar kein so einfaches Thema. Immer wieder glaubt man, frische, junge, frühlingshafte Weine. Ja, vielleicht beim Spargel mit Vinaigrette, da kann man auch einen jungen Sauvignon nehmen. Aber in Wirklichkeit, wenn die Soßen dann dazukommen, so Solandaise oder etwas Buttriges, wie auch beim Spargelrisotto, da brauchen wir schon Weine mit ein bisschen mehr Eigenart, ein bisschen mehr Körper. Vielleicht auch ein paar Jahre Reife, wie im österreichischen Spargelwein Nummer 1, dem Weißburgunder. Weißburgunder, eine tolle Sorte als Speisenbegleiter zu Fisch und eben auch zum Spargel. Auch Chardonnay, auch ein nicht zu pfeffriger grüner Veltliner mit bisschen Körper und ruhig 2-3 Jahre Reife. Ich habe hier aus dem Gebiet Leiterberg, ein Leiterberg DAC von Erwin Tienhof, Weißburgunder, der schönen Körper hat, er wächst auf einer kalkreichen Lage oberhalb von Eisenstadt. Und es ist ein Jahrgang 2017, ein warmer Jahrgang. Der Wein hat aber wunderschöne Mineralität, auch Frische und doch etwas Körper, sodass der Wein zum Spargelrisotto die nötige Fülle, aber auch die nötige Feinheit aufweist. Floraler Duft, also ein wunderbares Match aus Österreich mit dem italienischen grünen Spargelrisotto. Also da können Sie ruhig auch bei den österreichischen Weinen aus der großen Fülle vom Morillon in der Steiermark, Weißburgunder bis hinauf, eben auch zu den niederösterreichischen Weißburgundern und natürlich der Leiterberg. In Friaul, und das erinnert mich immer an unsere Ausflüge im Frühling nach Friaul hinunter, wo ich ja auch den Spargelrisotto lieben gelernt habe. Friaul hat eigentlich mehr weißen Spargel, aber Italien insgesamt eben 80% Grünspargel. Und dieses Rezept aus dem fantastischen Kochbuch, die klassische italienische Küche von Marcella Hesen, da ist natürlich der Grünspargel beim Risotto. Und in Friaul trinkt man die friulanischste aller Rebsorten. Früher hieß sie Tokaj Friulano, aber da haben sich dann beim EU-Beitritt die Ungarn aufgeregt, verständlich. Dann hat man das Tokaj weggelassen und sonst heißt die Sorte einfach nur mehr Friulano. Der friulanische Hauswein schlechthin. Das ist allerdings eine Luxusversion, eine sehr schöne Version von Weingut Pitaro. Der hat auch einen sehr günstigen Pinot Grigio und auch einen sehr günstigen Tokaj Friulano, jetzt Friulano. Das ist das Weingut in den Grave del Friuli, etwas westlich von Udine. Da ist übrigens gegenüber gleich der Flugplatz der Frecce Tricolori. Das ist die Kunstflugstaffel Italiens. Aber dieser Wein kommt, Roncovieri, kommt aus Tarcento. Das ist nördlich von Udine in den Colli Orientali am Fuße der Julischen Alpen. Und das ist ein Boutique-Weingut, Roncovieri Friulano von Pitaro. Und der Friulano ist deswegen auch nicht nur zum Schinken aus San Daniele so wunderbar und zu den Antipasti, das trinken die da unten sehr gern, und wir auch, wenn wir runterfahren, aber durch seine schöne Fülle, der Wein hat durchaus ein bisschen Körper und Finesse, aber nicht so viel Säure wie zum Beispiel unsere österreichischen Weine, darum kann er auch ein relativ leichter Wein sein und trotzdem so eine Geschmeidigkeit haben mit diesem ganz zarten Duft, dass er eben beim Spargelrisotto in Friaul gerne getrunken wird. Und wir wären nicht in Italien, wenn nicht auch alles, was Bollicine sind, das nennen die Bubbles oder die Sparklings heißen da unten Bollicine, das sind die Perlen. Und ich habe hier einen Prosecco. Aber das ist nicht irgend so ein Prosecchino, sondern das ist das Beste an Prosecco, was es überhaupt gibt. Nodi heißt der, der kommt aus der Lage Col del Vent in der Kernzone Valdobbiadene. Valdobbiadene Conegliano ist natürlich die DOCG-Zone des Prosecco. Prosecco hat so einen Riesenerfolg, dass er in vier Provinzen gemacht wird. Das sind Millionen und Abermillionen Flaschen, aber sowas ist in seiner Trockenheit, seiner Finesse, seiner unglaublichen Mineralität schon auch etwas Einzigartiges unter dem Prosecco. Und die Italiener trinken wirklich zum Risotto, auch zu einem Safran-Risotto,
gerne einen Prosecco oder auch einen Franciacorta. Und dieser Prosecco, den hätte ich mir eben ausgesucht als eine etwas andere Variante der Begleitung. Mineralisch, ganz trocken, aber belebend. Und dieses frühlingshafte Gefühl, das der Spargelrisotto vermittelt, kommt natürlich auch in dieser Kombination besonders zum Ausdruck. Primo Franco, unser Lieferant seit den 90er Jahren, hat ja auch den Rustico, das ist der meisterkaufte Prosecco von Wein & Co. Das ist schon sehr gut. Das ist die Königsklasse. Friulano oder, wenn wir heimisch bleiben, Weißburgunder, die Spargelsorte schlechthin.